Und damit ein herzliches Hallöchen und willkommen zurück hier bei Ark Survival Evolved. Und wir sind weiter unterwegs mit derselben Truppe wie in der letzten Höhlenfolge. Nämlich der Obeli, Servus, Hi. Der Xar. Moin. Und der Alaytok. Reiho. Und ja, wer sich in der letzten Folge vielleicht gefragt hat, warum hatten die eigentlich die Katzen dabei? Deswegen, weil wir jetzt in die nächste Höhle gehen und die ist eine Katzenhöhle. Da werden wir mit den Vögeln nicht reinkommen. Oder habt ihr das überhaupt schon probiert? Ja, geht nicht. Geht. Doch, wir haben es probiert, man kommt durch den Eingang nicht durch. Oh. Ja, stimmt. Okay. Also insofern, da brauchen wir die Katzen jetzt, deshalb hatten wir die in der letzten Folge schon im Schlepptau und jetzt die letzten Meter, die ist ganz im Südosten. Wenn ich das richtig sehe, ne? Müssten wir jetzt sein, so Südost. Nein, also das Problem nach wie vor bei der Ark-Map ist, dass sie um 45 Grad verdreht ist. Süden liegt eigentlich unten links auf der Map. Was? Okay. Was deswegen ist die Kompassorientierung so schwer. Genau. Weil die zeigt unten immer auf den roten Obelisken. Ah, okay. Das Süden. Ja gut, also aber auf der Karte gesehen sind wir unten rechts. Also wenn man die Karte nimmt, wäre es theoretisch Südosten. Nur es ist real Süden. Oder ja. Oh wei. Egal. Weit unten. Ja, es ist keine Profikarte, sie ist nicht genordet. Nee, nicht wirklich, ja. Okay, das ist mir jetzt allerdings auch eine neue Info, aber ich nutze den Kompass eigentlich so gut wie nie. Von daher, ja. Ja, mir ist durch das GPS zwischendurch mal aufgefallen, wo ich durch die Gegend geflogen bin, dass irgendwas nicht passt. Das erklärt aber in der Tat, dass ich hatte auch einmal das Problem, dass ich hier unten irgendwo in der Gegend war und dann wieder zurück zu meiner PvE-Basis wollte, also da war ich noch sehr orientierungslos. Und dann wollte ich zurück zu meiner PvE-Basis, habe das GPS genommen und bin einfach nach Norden und war dann auf einmal da quasi bei Danu. Das würde ja dann ungefähr passen, ne? Also, dann ist ja Norden logischerweise oben links. Ja. Also, ja, dann ist das erklärt quasi, weshalb ich da nicht ankam, wo ich hin wollte. Gut, und hier ist der Eingang. Richtig. An dieser Steilklippe hier. Ah, doch, die kenne ich doch schon. Hier bin ich schon mal drüber geflattert. Ja, hier stand ja auch mal was, wurde gesagt. Ja, hier oben an der Klippe stand die erste Amazonenbase. Bin ja auch nicht lange, aber... Ja, da wurde dann Einspruch erhoben, nicht ganz zu Unrecht, weil ja damit der Höhlenzugang quasi blockiert ist. Obwohl, man hätte das sicherlich auch arrangieren können. Ja, also wir haben die Höhle unten nicht zugebaut, also die wäre frei zugänglich. Ja, gut, wenn jetzt da oben Geschütze sind, man fliegt drüber oder so, aber da hätte man ja sich auch kurz absprechen können. Ich meine, so läuft das ja auch. Egal, der nächste Server, den wir hier machen, wird wahrscheinlich ein reiner PvE-Server mit verschiedenen kleinen PvP-Events. Da kann man ja auch schon mal zu sagen, so ist zumindest die Sache gedacht, dass wir uns da also mehr oder weniger PvP auf Event verteilen. Aber es wird noch einen PvP-Server geben, dazu wird es dann auch nochmal Infovideos etc. geben. So. Ja. Ist jeder auf seiner Katze? Die Vögel lassen wir hier draußen. Ich pfeife noch einmal ein Neutral für alle. So. Und dann würde ich sagen, geht ihr mal vor. Es wird gleich wieder das berühmt-berüchtigte Standbild geben, schätze ich mal. Yep, wie leider bei jeder Höhle. Standbild! Yay! Ist das nicht schön, aber da können wir mal hier. Ja, nee, so wirklich viel gibt's gerade nicht zu sehen. Die Spiele sind wenigstens abwechslungsreich. Skyforge liefert schwarzen Screen. Ja, nur Black Desert hat keinen Screen zum Laden, weil da ist alles Ladebildschirm frei. Außer beim Spielstart. Ja, nee, Skyforge hat mal wieder die Angewohnheit, es schmeißt einen regelmäßig raus. Ah, okay, ja. Naja, ne? So. Ich laufe auf euch einfach hinterher. Hier gibt es natürlich wieder ein Artefakt zu holen und der ein oder andere mög vielleicht dann auch schon wissen, was wir natürlich vorhaben, wenn wir hier die Artefakte versuchen zu ergattern. Nach Möglichkeit wollen wir alle kriegen und mit allen Artefakten ausgestattet. Boah, ist das laut! Mit allen Artefakten ausgestattet. Sekunde, ich muss mal ganz kurz an der Sound arbeiten hier. Alter Finne. So.
mit allen Artefakten ausgestattet, können wir dann die Brutmother beschwören. Der hat sie aber auch verlaufen, ne? Dilo hier drin, auch nicht schlecht. Echt? Okay. Ja. Habe ich jetzt gar nicht gesehen. Ich habe die UI aus, da sehe ich gar nicht, was ihr so tötet. Ne, er wurde auch sehr schnell. Nochmal zwei. Aber ich mache die UI mal lieber an, denn da sehen wir, wir sind jetzt hier in einer Lava-Höhle und entsprechend heiß ist es. Oh, da drüben ist eine Loot Chest. Loot Chest? Wo? Auf der anderen Insel über der Lava. Wie willst du denn da hin? Das weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass da eine ist. Da kommt man, glaube ich, von hinten hin. Ja, das sieht so aus, als wenn da ein Durchgang ist. Wir müssen jetzt hier rüber. Okay, also das ist jetzt schon mal so ein bisschen tricky. Genau, hier muss man jetzt rüberspringen, ohne runterzufallen. Oder man baut sich rüber, geht natürlich auch. Ja, wollen wir was bauen? Komm. Na, das Problem ist, haben wir was dabei? Ja, ich habe alles dabei. Okay. Also wenn jetzt Thatch hier nicht anfängt zu brennen oder so, dann habe ich alles dabei. Also wenn sich seit dem letzten Mal nichts geändert hat, sollte es nicht brennen. Das heißt, ich würde dann hier anfangen mit einer Foundation und dann... Ein oder zwei Seedlings dran. Ein und zwei Seedlings, genau. Okay, machen wir das. Thatch. Falls ich jetzt hier, während ich tippe, gegen mein Mikro komme, bitte ich das zu entschuldigen. Ich nehme immer noch im Liegen auf und das ist dann ein bisschen schwierig. Das Mikro steht hier so mehr oder weniger auf dem Bett rum. So, wo ist denn die Thatch Foundation? Da. Und dann nennt sich das Thatch Roof, die Ceiling. 1, 2. Und das noch so. Dann schauen wir mal. Versuch sie möglichst ein bisschen links davon zu setzen. Also etwa hier, so schräg rüber. Ja, wenn du da mal weg gehst, kann ich sie setzen, genau. Schräg rüber? Oder parallel? Nee, so ein bisschen schräg, so dass du an dem Stein rechts gut vorbeikommst. Also dass es nicht zu eng wird. Ich habe 4 Thatch dabei. Also insofern so ungefähr, oder? Ist das okay? Ja, das sieht gut aus. Und dann mache ich jetzt noch eine. Ach, ich habe sie ja schon da. Dann mache ich noch eine Deckel hier dran. So, und dann müssten wir eigentlich. Ah, ich mache noch einen. Ja, so. Komm. Das sieht gut aus, oder? Ich denke, hier schaffen wir es dann. Das sollte auf jeden Fall reichen, ja. Katzen kann man ja entsprechend weit hüpfen. Ich wollte gerade sagen, so. Ja, man darf nur nicht gegen die Mauer hüpfen, dann prallt man am Ende ab oder so. Das könnte passieren, ja. So. Ja, man kann rübergehen. Geht einfach so, ohne gehen, ohne springen, genau. So, dann haben wir doch die erste Engstelle gemeistert. Schön. Mal schauen, ob man dann noch rüberkommt zum Loot. Ducken, nicht den Kopf stoßen. Ist nett gemacht jetzt mit der Lava hier. Oh, da sind sogar noch. Ah, das müssten die von uns sein. Nette Vorbereitung. Die brechen schon. Jetzt, die brechen jetzt bestimmt zusammen dann. Ja, genau in dem Amazon, Moment. Das war unser Werk. Cool. Ah, ich will hier gerade mal ein Screen machen, das sieht gerade sehr geil aus. Das ist doch die Stelle, die man aber immer in meinem Endscreen sieht. Ja, genau. Wo die über die eine Klippe rüberhopsen. Ja, genau. Aber ihr solltet auf gar keinen Fall angreifen, wenn ihr auf den Setzteil steht, weil ihr werdet die wahrscheinlich mit einem Schlag zerlegen und dann wäre das ungesund. Haben wir nicht also, vor, ja. Wenn dann kämpfen vor oder danach. Sieht so aber echt. Aber Bart ist doch immer angenehm. Sieht aber echt richtig geil aus hier. Nice. Ja, vom Aussehen, ja doch. Aber hätte ich ja nicht gedacht, dass das Zeug noch steht. Ja, das ist schon eine Weile her, diese hier war, ne? Ja, das ist sicher schon 3-4 Monate her. Wort wahrscheinlich eingefroren. Huch, na gut, die hat's zerlegt. Scheinbar sind die Dilos ja Standard hier drin. Sieht so aus, scheint ne? So. Geht das hier vorne weiter, oder wie? Ja, oh. Okay. Kriegen wir doch hin. Wunderbar. Am ersten kommst du vorbei, am zweiten kommst du vorbei, beim dritten wurdest du gefressen. Ja, ich hatte ja einen Bissen, aber der hat nicht gereicht. Boah, krass. Sehr schön.
Und überall, wo hier jetzt Foundations bzw. Ceilings sind, hätte man eigentlich springen müssen. Sind Jump'n'Run-Einlagen. Das ist natürlich. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin sehr dankbar, dass sie hier sind. Wenn es jetzt nur um mich ging, würde ich natürlich springen, muss ich ganz ehrlich sagen. Da fände ich das lustig. Aber mit der Katze, das täte mir schon sehr leid, wenn die drauf gehen würde. So, jetzt wird's aber putzig. Och, Gottchen. Okay, unsere Tiger sind ausgesprochen gut beisammen. Ich hätte übrigens gedacht, dass man hier mehr trinken muss. Ich habe bisher noch nicht einen Schluck nehmen müssen. Ja, stimmt. Bin aber vorsichtig, ich da allein nicht so nah ran. Nein, ja. Egal, wir bauen sie neu. Aber dafür sind die jetzt... Die laufen durch. Ja, das sind hitzebeständige Skorpione. Ne, der eine, der ist wahrscheinlich auf ein anderes Viech gebackt. Ja, gut, dann brauche ich jetzt mal neu. Moment. Genau. Dann haben wir wenigstens was zu tun. Ihr verteidigt... Der ist hitzebeständig. Der hier unten lebt noch. Ja, da quietscht was. Ich würde auch sagen, der wird gleich weg sein. Ja, der nimmt Schaden. Das Quietschen sind Schmerzensschreie. Irgendwie baue ich nicht, wenn ich hier... Na egal, dann baue ich jetzt nochmal das Roof. Ich habe jetzt die 1 gedrückt, der hat nicht gebaut. Eigenartig. Wie viel brauchen wir? Zweimal Roof reicht? Eines... Ja, eine könnte eventuell reichen. Du musst halt gucken, dass die Ceiling möglichst weit vorkriegst. Ja. Also rein theoretisch waren es 2. Oh, shit. Irgendwo ist hier noch was, was wir abreißen müssen, damit ich es hier bauen kann. Ah, wahrscheinlich dann die hinteren Teile. Ich sehe. Ist auch nichts mehr. Ich sehe nichts. Ich schätze mal, da ist. Das da. Oben das. Ach, hinten die. Oh, die ist noch relativ weit weg. Ja, aber. Sollte auch nicht die Reichweite sein. Das ist aber so, dass es hier definitiv. Müssen wir den Weg auch zurück? Yep. Ah, da ist die Frage, ob wir Rampen bauen können. Aber wir könnten auch... Kannst auch nicht da hinten bauen. Mit Anlauf drüber, mit den Katzen, meinst du? Ja, das sollte gehen. Ich probier's mal. Nein. Oh. Dann ist aller Grafik auch gleich weg. Was ist mit dem Weg hier rechts außen rum? Da geht's doch. Hier. Da ist aber die Klippe relativ hoch, glaube ich. Also jetzt, also hier kommt man drauf, aber dann wieder runter. Sieht relativ hoch aus. Ja, dann muss ich wohl oben das abreißen. Ja, dass Garfield jetzt gleich weg ist, ist dann natürlich echt schade. Kriegen wir den da irgendwie raus? Nö, ne? Nein. Scheiße. Sieht schlecht aus. Höchstens, dass man eine Rampe runterbaut. Soll ich das mal probieren? Das könnte man ausprobieren. Reißt mal schnell oben ab. Reißt mal schnell oben ab. Ich versuche mal hier eine Rampe runterzubauen. Ihr müsst ja auch wieder rauskommen. Lass das stehen. Es war jetzt sowieso ein Risikosprung. Ja, ist auch egal. Das Problem ist, ob wir da überhaupt dann... Ich habe noch einiges Zeug dabei, ich kann noch ein bisschen was bauen. Ja, ansonsten, ich züchte mir einfach eine Katze nach, wie gesagt. Ja, reiß mal oben das Zeug ab, wie gesagt. Das machst du einfach mit der Katze am schnellsten oben. Nee, geht nicht, schlägt dir nicht drauf. Ich glaube, das war gleich Garfield, der... Er ist noch gequält. Sag mal, ja, wenn du es weg hast. Also, oder 6000 sogar. Kann die Lava aber nicht so viel Schaden zu machen. Wie lange dauert das denn? Ey, wie gesagt, mit der Katze. Mit der Katze musst du reinbeißen, Obi. Ich verstehe nicht, warum du es nicht machst. Ja, weil ich wieder eben mit der Katze dran war und die da nicht draufgeschlagen hat. Warte mal. Die hat nämlich beim Holz nicht zugeschlagen, außer dass sie noch näher rangegangen ist. Und ich wollte nicht unbedingt jetzt auch noch in der Lava landen. Ah. Die Frage ist, habt ihr noch Holz dabei? 5. Ich hab nichts dabei. Weil diese Wooden Ramp... Die kostet halt. Ich glaube, die kostet mehr. Oder soll ich die andere auch noch abreißen? Ich kann noch immer nicht bauen. Moment, ich probier's nochmal. Ich mach mal neu. Nee. Moment, dann gehe ich nochmal zurück. Also das um Garfield wird es wohl gleich geschehen sein. Ja, wie gesagt, habe ich noch eine Zufolge. Okay. Ja, das Garfield okay, ist dann war's. Leider. Jetzt kann ich bauen. Also doof ist nur, ich komme jetzt nicht mehr so schnell zu der Höhle hin. Das stimmt. Hast du keinen Vogel? Doch einen Schlafsack hinstellen sollen. Hast du noch Vögel an unserer? Nimm doch einfach irgendeinen Vogel aus unserer PV. P-Basis oder dergleichen. Stimmt auch wieder.
Ja, aber die. Ja gut, du müsstest sonst nochmal zu uns rüber und eine Katze holen. Da steht noch Danus. Und die sagt ja immer, es ist ihr ja relativ egal, oder weil du sie nimmst die einen eh Wolf. Nicht benutzt. Kannst auch den ja, Wolf nehmen. Der müsste hier auch reinpassen. Jo, so, die Thatch Foundation steht. Wir müssen am Ende aber springen, nicht einfach laufen. Hinten ist eine kleine Lücke. Wenn, dann tut's mir eher leid um meine Rüstung. Oh, Xa, du bist bei mir. Hoho, du warst bei mir im Felsen drin jetzt. Ja, die Rüstung, es ist natürlich jetzt viel weg, ja. Ja gut, die Rüstung lässt sich schnell wieder herstellen. So, am Ende einmal springen, wie gesagt. Ja. Mann, dieses Platschgeräusch. Sehr gut. Okay, dann machen wir schon mal weiter. Alay, du kommst ja dann, denke ich, irgendwie wieder nach, ne? Ach ja. Ja, Danus-Katze ist auch weiblich, also da können wir nachzüchten. Ja, nachzüchten können wir bestimmt. So, dann, ich folge dann weiter Xa. Danau? Oh, Sackgasse. Ich dachte, ja, wollte ich sagen, da hinten ist ein Gegner, deswegen. Ja, dann okay, müssen wir hinten auch. Dann da lang. Aber hatte ich das falsch in Erinnerung? Die Frage ist, wie wir da zu diesem einen Lootpunkt kommen dann noch. Mal gucken, wann da der Weg hinführt. Ich meine, da gab es irgendwie einen Weg außenrum. Gut, dass ich doch noch ein bisschen Thatch und Wood eingepackt habe. Muss ich sagen. Ja. Das ist für so Höhlen dann doch immer sehr sinnvoll, obwohl jetzt schon einiges draufgegangen ist. Also so ewig viel dürfen wir nicht mehr verbrauchen. Insofern wäre es ungut, wenn wir jetzt noch irgendwelche Foundations finden, die dann einzureißen. Ja gut, Alay könnte ja jetzt noch was mitbringen. Das wäre auch gut, wenn der nochmal einfach... Ja, wobei, ich kann noch einiges bauen. Aber ein bisschen Holz vor allen Dingen. Ja, wir sind jetzt auch schon Mann, da. Da sollten wir dann wirklich vorsichtig sein. Da sind vier übereinander gebaut. Holz. Das eine Vieh kriege ich nicht. 300? So. 300? Nee, so viel Holz brauchst du nicht. 50, 60 Holz, irgend sowas, ein bisschen eine Kleinigkeit. Und noch mal ein bisschen Thatch und Fiber, aber an sich geht's hier, denke ich jetzt. Wir müssen nur das wieder aufbauen, was wir halt jetzt abreisen mussten, damit wir was bauen konnten, ja. Aber das kriege ich auch wieder hin. Also eigentlich sollte es mit dem, was ich habe, gehen, nur wenn du zu uns aufschließen willst, dann... In der PvP-Basis liegt nirgendwo mehr eine Kantine. Doch, Kantinen legen... Kantins, entweder im Safe oder in den Notschränken. Im Notfallschrank 1. Aber wahrscheinlich im Safe. Wollen wir rüber, Xa, oder? Ja, ne? Nee, die Flattermeise. Ja, die machen wir drüben dann, locken. Oder? Ja, warte. So nee, einmal anschließen, aber pass auf, dass du schnell wieder auf deine Katze kommst. Sonst hüpft die rein, wenn die jetzt auf Nightfall steht. Kann ich auch mal die Shotgun... Achso, Moment. Ja, stell die Katze auf. Auf Passiv habe ich gerade. Hüpft dir die rein. Habe ich gerade. Oh, das waren sie ja schon. Ich hätte jetzt ehrlich gesagt gedacht, dass die Shotgun da einfach einen One-Shot macht, aber ist nicht. Nee, ganz so stark ist sie leider nicht. Aber ist interessant, also die Sniper-Rifle, die macht One-Shot beim Argentavis, aber die Shotgun nicht bei einer Fledermaus. Ich finde den Fehler. Die Rifle macht ja auch keinen One-Shot bei Fledermäusen. Einmal hätte man's. Nö, hier ist keine Kantine. Wieder noch. Na gut, der Dilo wird jetzt in der Lava verbunden. Ja, ich dachte, er kommt hier wieder raus, aber er ist scheinbar tief genug, dass er da nicht reinkommt. So. Ja, dann warten wir kurz auf den Respawn, dass jeder das Artefakt einmal mitnehmen kann. Theoretisch könnte man auch noch hier in die Katze laden. Achso, ja. Das ging ja auch auf jeden noch. Fall genug. Weil das Deko-Element sind sie auch nicht check. Gibt's hier jetzt noch irgendwas zu entdecken, dass wir das schon mal machen könnten irgendwie? Oh. Während die noch keins haben, hier warten? Nö, nicht direkt. Also wenn dann halt die Loot-Chest, die noch ein bisschen weiter oben war. Aber ja, ist die Frage. Da müsste man sich wahrscheinlich auch rüberbauen. Ja.
Das könnte man eigentlich machen, oder? Dass wir da hochgehen und uns rüberbauen. Ja, ich weiß nicht, wie. Erstmal müssen wir ja jetzt sehen, dass wir da hochkommen. Ja. Ja, da müssen wir uns wieder zurückbauen. Okay, zweite. Ich denke, es reicht, wenn jeder einmal hat, oder? Ich brauche eins für den Garten. Eins brauchen wir dann... Für die Broodmother? Ja. Und das, dann der Rest ist ja eh Bonus. Also insofern reicht's, wenn jeder eins mitnimmt. Da haben wir mehr als genug. Denke ich mal. Es sieht echt einfach nur toll aus hier unten. Das muss man mal festhalten. Ja gut, dann warte ich jetzt noch auf meins. Echt nice. Und? Ihr könnt ja sonst schon mal hochgehen, wenn ihr wollt, und gucken, dass ihr da bauen könnt. Ich komme dann gleich einfach nach. Ich genieße einfach gerade dieses Bild hier. Das gibt einen Screenshot ohne Ende, ja. Also wenn ich jetzt hier Fotograf wäre, würde man den Dauerauslöser hören. Echt cool. Ich mag das, wenn Games einfach auch so ein bisschen was bieten für Atmosphäre. Es wäre jetzt schön, wenn man die Lava noch blubbern hören würde. Irgendwie ist die so... Ja. Ereignislos. Hier dampft nichts, hier zischt nichts. Hier plubbert nichts. Das ist schade. Es ist so ein bisschen so... Die Höhlen sind untereinander eigentlich schön abwechslungsreich. Ja. Keine wie die andere. Wobei, es sollen ja jetzt noch irgendwie andere Höhlen kommen. Also so eine richtige Eishöhle soll noch kommen. Drei neue Höhlen. Ich habe nämlich drei neue Artefakte schon gesehen. Okay. Hier, ich lasse euch... schon ewig. Ja? Lass euch wieder vor. Seit Start mit drin. Okay. Deswegen haben die auch die nachfolgenden IDs. Von den normalen Artefakten. Oh, wahrscheinlich dann schon mal mit reingesetzt, aber die Höhlen noch nicht freigegeben. Ja, das wahrscheinlich. Das wäre möglich. Auf jeden Fall sind wir da natürlich gespannt drauf. Na komm. Aber es ist erstaunlich, wie schnell die immer respawnen hier. Ja, ist nicht übel, also... Wir sind jetzt aber auch nicht auf dem Weg zurück, wie wir hierher gekommen sind. Oh, echt nicht? Nein. Wir sind rechts von uns gesehen runtergekommen und laufen jetzt gerade links hoch. Ah, okay. Na ja, gut, vielleicht geht's hier zur Loot Chest. Vorsicht, nicht beißen, da oben sind Gegner. Oh, die ist schon abgestürzt. Weiter zurück noch am besten, mit dem AOE ein bisschen aufpassen, ja. Sehr gut. Na dann, hinüber. Oh, Vorsicht, hier ist auch gleich ein Abgrund. Ja, ich hab's gesehen. Das wird lustig. Hier kann man jetzt rüber, theoretisch. Ja, bitte, viel Spaß, mach du mal. Da baut irgendjemand diesen Eisenfelsen ab da. Ja. Das ist das Lustige, das sitzt nämlich genau so, dass wenn du ihn weghaust, dass du dann tatsächlich eine Lücke hast. Ja, ne? Denke ich auch. Ja, ich denke, wir machen es so, oder? Da hochlaufen kann. Das sieht so aus, als müssten wir fast springen, gell? Ah, und springen und dann irgendwie wegrutschen wäre, glaube ich, auch nicht so wie so. Drehen wir um und nehmen den anderen Weg. Meinst du? Das Problem ist, da haben wir jetzt die Rampen weggerissen. Ja, komm, ich denke, das geht. Obwohl ich probiere es mal, ob man hochlaufen kann. Wenn du nicht laufen kannst, kannst du immer noch. Du packst bei mir da. Das sieht aus, als würdest du gleich durch. Ich guck mir hier. Der sieht irgendwie ungesund aus. Können wir den nicht sonst weghauen und Foundations rüberbauen? Nee, das ging glaube ich da nicht. Deswegen hat mir da keine hingebaut. Okay. Ich würde behaupten, es geht. Also wenn man hier an den Rand eine hinstellt, zwei Ceilings ran und den Rest könnte man springen. Ja, genau, das meine ich nämlich auch. Ich mach mal Sekunde. Ich mach mal hier eine Ceiling hin. So. Huch. Ich glaube, es ist besser, wenn wir vorher die... Und nochmal ein Roof. Willst du vorher noch den Dilo abknallen? Jo, mach ich eben, Moment. Bist du drüben, Xa, oder was? Nee. Ich bin hier drüben. Ja, aber dann pass auf die Katze auf. Oh. Aber ich habe meine auf passiv gestellt. Aus irgendwelchen unerfindlichen Gründen? Ja, Enemy Foundation oder Gate oder irgendwas ist hier wieder. Da hinten die. Scheiße, jetzt müssten wir die hier abreißen. Ja gut, das
Ist ja jetzt nicht das Problem, da hau ich so drauf. Wäre schon ein relativ weiter Sprung darüber, wenn wir die jetzt erkreisen würden. Ja, falls wir zurück müssen, ne? Also ich kann noch ein bisschen bauen, so ist es nicht. Ja gut, also müssen wir es halt entscheiden. Wollen wir jetzt hier versuchen, irgendwie rüberzukommen oder gehen wir den Weg rein, beziehungsweise raus, den wir reingekommen sind? Wir reißen das jetzt weg. Komm, Knusper. Lass es dir schmecken. Oh, alles weg? Nee, die auf der anderen Seite nicht, aber sonst wäre eventuell reicht's vielleicht. Man kann es ja mal probieren. Nee, das reicht nicht. Scheiße. Jede Wette nicht. Nee, reicht nicht. Alles klar, dann würde ich sagen, scheiße, dann warte mal. Kriegt man die mit der Shotgun klein, wenn man drauf schießt? Müsste eigentlich. Glaube nicht, dass das sonderlich viel Strukturenschaden macht. Da müsste es dann schon eher eine Granate rüberwerfen. Moment, ich schau mal eben mit dem Fernglas. Ne, das macht null Schaden. Scheiße. Ja. Ach, gut, dass das alles läuft wie geplant. Ja, dann komm. Wir sind doch nicht aus Pappe. Wir springen also da jetzt rüberspringen. Wir springen da jetzt rüber über den Felsen. So, also komm. Über die Felsen? Ja, natürlich. So. Er läuft einfach rüber, okay. Einfach laufen. Ich muss ganz ehrlich zugeben, ich habe gerade ziemliche Schweißfinger. Okay, ich habe leicht die Orientierung verloren. Ich habe hier diese Langzunge mit den Turmfelsen. Da musst du dich ein bisschen rechts halten. Also ein bisschen, da bist du zu weit im Osten, wenn ich das richtig sehe. Da müsstest du dich jetzt so quasi mehr nach, was ist denn das dann, wenn du nach Kompass gehst, nach... Ne, ich habe ja keinen Kompass dabei, rechts ist schon... Ja, halt. Wenn ich quasi aufs offene Meer gucke und die Insel zwischen mir und dem offenen Meer ist rechts. Ja, genau, ja. Aber ich war mir jetzt nicht sicher, bin ich zu weit links oder zu weit rechts geflogen. Ach du Kacke, hier wird's aber auch nicht gerade besser. Puh, okay. Das ist echt, also, ich muss ganz ehrlich sagen, schwitzt Blut und Wasser hier. Deswegen, also soll man genug zu trinken mitnehmen. Ja, wahrscheinlich, genau. Irgendein Angstschweiß, den man hier ausdünstet. Ja. Man zieht regelrecht eine Schweißspur hinter sich her. Ja, achso, warte mal, war nicht hier irgendwo? Ne, wir müssen noch höher, ne? Das zu dem Lootpunkt, oder? Ja, das wäre hier. Ja, das war hier, glaube ich, durch, oder? Geht's nee, weiter? Hier drüben auf der anderen Seite. Ja, aber Xar also. Könnte recht haben, da ist ein Durchgang. Nee, das sieht noch so aus. Also es geht so ein kleines Stückchen rein, aber ich glaube nicht, dass man da durchkommt. Kann man nicht krabbeln? Sekunde. Kannst du es mal ausprobieren, aber ich meine nicht, dass man da durchkommt. Ne. Bin ich zu fett für. Also es gab, glaube ich, einen Weg darüber. Also, aber ich bin mir jetzt nicht sicher, wo der jetzt genau war. Ha. Es ist weit. Also überhaupt ist nicht. Ja gut, nee, mit einer Foundation wenn. Ich kann es ja mal probieren, ob ich sie hier bauen kann. Ne, das sollte nicht gehen. Obwohl, doch, nee, doch, das war doch, das sollte gehen, ja. Geht. Oh, geht doch sehr weit nach vorne. Man muss halt gucken, dass möglichst viel Weg nach vorne schaffst. Ja. Ist gerade das Trickreihe, also. Na komm, Millimeter, noch Millimeter. So. Mehr ist nicht. Und dann jetzt die Ceilings. Zwei haben wir. Mal gucken, wie weit wir damit kommen. Oh, also. Wer will? Ich glaube, da passe ich. Nicht für so einen Loot, gell? Aber da muss man doch irgendwie hinkommen. Wie gesagt, ich meine, dass es einen Gang von unten gab, aber ich weiß jetzt nicht, wo genau es da losging, dass man da hier rüberkommt. Verdammte Hacke. Naja, gut, da ist eh nicht viel drin. Nö, nee, ist nur blau, also ich denke, da hast du mit ein bisschen Glück vielleicht einen Fiomia-Sattel drin. Fiomia-Sattel, ja, dafür sterbe ich doch gerne. Okay, dann lassen wir das hier. Schade. Also. Oh, sag nicht, wir müssen jetzt springen. Yep. Wird noch einer sterben, oder? Mit einem kleinen Satz geht das. So.
Lang lebe der feste Boden. Oh, wei, wei, wei. Krasser Scheiß. Aber eine schöne Höhle. Auf jeden Fall. Also bisher, so von denen, die ich bisher jetzt so gesehen habe, die coolste. Jetzt nicht nur wegen der Lava und so, sondern, hier ist übrigens ein Schlafsack, achso, Asseln. Nicht nur wegen der Lava, sondern halt so mit diesen Jump'n'Run-Einlagen und der Spannung, die dadurch ein bisschen kommt, ist es schon echt nett. Ja, haben sie sich was einfallen lassen. Nicht jetzt falsch abgebogen, oder ist das hier? Nein, ist richtig. Und jetzt, hier hoch, rechts, ne? Ja. Hier hoch, oder nicht? Das war falsch, du müsstest da jetzt, glaube ich, einen Kreis rennen, wo du gerade lang bist. Nein, sowas mache ich nie. Also bei mir geht's hier hoch. Ja. Ja, und der Mundteil desorientiert. Oh je. Aber hey, dafür zeigst du mal schön die Insel. Ja, ich bin mittlerweile an einem roten Obelisken angekommen. Wir sind wieder draußen, ja. Yeah. Rot ist falsch. Damit bist du jetzt im Süden. Also unten. Genau, dann noch weiter rechts eigentlich. Du musstest eigentlich die ganze Küste unten entlang fliegen. Ja. Ich bin die ganze Küste von den Stachelfelsen quasi entlang geflogen. Oh, mit Alai nochmal die Höhle. In einer anderen Folge dann. Oh, damit er die auch nochmal sieht. Also, wir haben jetzt dreimal das Artefakt da rausgeholt, richtig? Yep. Genau. Einmal brauchen wir es für die Brutmutter, einmal brauchst Obi, einmal haben wir noch übrig, gar kein Thema. Also, dann würde ich sagen, ja, ich hätte jetzt nicht gedacht, dass ich da lebend wieder rauskomme. Coole Kiste. Hat echt Laune gemacht. Zu dem, was haben wir jetzt an Chitin? Das könnten wir ja gerade mal summieren. Was gab's denn so? Gar nicht so viel. Ich hab 151. 129. Ach, ihr Streber, ich hab 81. Ich kann's dir nicht sagen, Garfield ist Baden. Ja, der hatte bestimmt das ganze andere. Ja, wirklich. Wir trauern um Garfield. Das ist in der Tat echt schade gewesen. Aber a new Garfield will be born. Ja, wie gesagt, der Server lebt ja eh nicht mehr lange, von daher ist es zwar ein großer Verlust für mich, aber... Ja, es ist immer schade, wenn so ein gerade so ein größeres Tier, mit dem er schon länger unterwegs war. Ich meine, ich hänge immer noch meinem Spino hinterher. Das ist einfach so, irgendwie, man baut da schon so einen kleinen Bezug zu auf. Es ist immer schade, ja, wenn Dino stirbt. Aber ich sag mal so, es wäre ja auch langweilig, wenn diese Gefahr eben nicht bestünde. Und gut, es läuft nicht immer alles. Hier ist übrigens ein Ei. Oh ja, Muni. Luana, nee, Muni. Aber guck dir das mal hier an, ey, Zahl, der ja schon wieder den ganzen ja, schiebt das mal wieder in die Schuhe. Meine Initiative für saubere Strände ist gerade mal wieder völlig für den Poppes. Alter, ja, die haben hier wieder alles hingeschmissen. Der Endscreen läuft aber schon, ich zeig's euch jetzt nicht, aber es ist einfach auch zu schlimm. Es ist einfach zu schlimm, sowas zu sehen. Ja, es ist echt grausam. Na gut, also ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir werden alle dann jetzt auch nochmal durch die Höhle führen. Und ich hoffe, ihr seid dann bei der nächsten Folge wieder mit dabei. Und ja, bis dahin. Macht's gut. Ciao. Ciao. Ciao.